Canonical URL. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der IRMA AG und Sie schauen websitemarketing.ch. Canonical Tag, Canonicalization, das ist was, das im Zusammenhang mit SEO auf den Tisch kommt und Google seine liebe Mühe damit hat, beziehungsweise halt eben Webseiten eher nicht so bevorzugt behandelt, die da nicht drauf achten. Um was geht es genau? Was heißt das überhaupt? Ich bin kurz auf Leo.org gegangen, da steht anerkannt, autorisiert und dann vor allem vorschriftsgemäß, mit Canon hat das weniger zu tun. Da geht es also darum, dass ich die richtige URL habe für die richtige Seite. Problematik ist, wenn ich verschiedene URLs habe für dieselbe Seite und ich das nicht mal unbedingt merke. Hier ein Beispiel. Ich habe hier vier Seiten URLs, die Seite ist aber immer dieselbe. Das heißt, ich komme hier immer auf dieselbe Seite und zwar in dem Fall jetzt auf die Example Startseite. Im ersten Fall habe ich es mit www. Im zweiten Fall habe ich es ohne www, das passiert schon sehr oft. Das sind für Google zwei unterschiedliche URLs. Dann habe ich es mit slash index und dann habe ich es noch ohne www mit slash index. Das heißt, Google muss jetzt hier entscheiden, welches ist die richtige URL für die Startseite. Und das ist natürlich für Google ein Aufwand, was die nicht unbedingt gutieren und sich das natürlich auch negativ wieder auf das Suchresultat auswirken kann. Das kann man aber relativ einfach vermeiden, und das kommt man relativ schnell herum. Gehen Sie vor allem jetzt mal auf Ihre eigene Webseite und versuchen Sie das mal mit der Startseite zumindest aus. Ich klicke hier also oben ins Browserfenster rein, ich nehme natürlich unsere Webseite, gebe die mal mit www ein. So. Und jetzt lasse ich das www mal weg und schaue, ob wir das da richtig gelöst haben. Enter. Und Sie sehen jetzt, es schaltet nachher auf mit www um. Das heißt, wir haben hier eine Weiterleitung gemacht, und zwar eine permanente. Auch das, was über das Sie sich informieren müssten, da muss aber dann die Technik ran. Sie müssten da also einen 301er Redirect machen. Das ist ein permanenter, das heißt, die Seite ohne www, die existiert eigentlich gar nicht, sondern die richtige Seite ist die mit www. Das heißt, Sie werden immer weitergeleitet. Blöder ist dann, wenn Sie einen temporären machen, das wäre dann der 302er, das ist dann nicht so gut. Das machen Sie vielleicht für eine Seite, die temporär eben nicht läuft und dann wieder zugeschaltet wird. Also da müssen Sie schauen, dass diese Startseite schön weitergeleitet ist und dass dann hinten raus natürlich auch keine slash index und so weiter URLs kommen, sondern dass das schön nur ein URL gibt. Mehr Informationen dazu kriegen Sie natürlich bei den Webmaster-Tools von Google. Das sehen wir auch hier. Die haben hier ein bisschen komplexeres Beispiel für eine Seite mit Produkte. Da geht es um Frauen-Dresses. Da gibt es fünf verschiedene URLs für dieselbe Seite. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, Google kommt vorbei, will diese Seite crawlen, um sie in ihrem Index abzuspeichern, und merkt jetzt, dass ich da fünf verschiedene URLs habe. Welche nehme ich nun jetzt, wenn ich sie dann im Index anzeigen möchte? Da steht zum Beispiel ein Schüpp drin, dann sucht jemand nach Schüpp und dann will Google jetzt ihre Seite anzeigen. Mit welcher URL soll sie jetzt kommen? Soll sie mit der ersten kommen, die wahrscheinlich am meisten Sinn macht? Google kann natürlich, ich sage mal, den Sinn aus der Sprache nicht wirklich rauserkennen. Soll sie mit der zweiten kommen, dritten, vierten oder fünften? Das sind so die Fragen, die dann Google hat. Und darum ist es ganz wichtig, dass ich dieses Canonical Tag oder diese Canonical URLs, dass ich die nicht habe, dass ich nur einen URL pro Seite habe. Das also mal prüfen und dann serverseitig meistens einrichten lassen. Würde mich natürlich interessieren, ob ihr das überhaupt beachtet bei euch, ob diese Canonicalization ein Thema ist. Bei Google ist es ein großes Thema, das weiß ich. Antworten wie immer hier. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der IRMA AG und Sie haben websitemarketing.ch geschaut.